So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate hier aus Ungarn. Wir sind ja zurzeit noch im Urlaub und ich bin jetzt schon in die 17. Schwangerschaftswoche gerutscht und ich dachte, jetzt wird es echt mal Zeit für ein neues Schwangerschaftsupdate. Ich habe das jetzt so lange vor mir hergeschoben, weil ich ja eigentlich immer messe meinen Bauch jede Woche, aber ich habe hier kein Maßband dabei. Und jetzt zeige ich euch, was ich mir habe einfallen lassen. Das geht, ich habe es ausprobiert schon. Ich habe nämlich eine Hundeleine, die kann ich mir um den Bauch legen und ein Maßband, hier so ein, wie heißt das, Zollstock. Und dann kann ich ausmessen, wie weit mein Bauch gewachsen ist in den letzten, ich glaube, 3 Wochen. Ich habe 3 Wochen, glaube ich, jetzt kein Schwangerschaftsupdate gemacht. Und letzte Mal war der ungefähr bei 100 cm, mein Bauch. Und jetzt messen wir. So, er ist auch gewachsen. Wird mir zumindest gesagt. So. Schauen wir mal. Ich will mich jetzt hier nicht ausziehen, weil ich nicht weiß, ob noch andere Gäste kommen. So. Hier ist es. Und dann halten wir das hier dran. Okay, also 3 Wochen ist es her. Und wir waren ungefähr bei 100 cm noch in Deutschland und jetzt zeigt er mir 106 cm an. Oh mein Gott. Das ist die 17. Woche. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der ungefähr 1 cm bis jetzt pro Woche gewachsen ist, der Bauch, dann kommen ja nochmal 23 cm dazu. Dann sind das 130 cm. Ich glaube, in meiner ersten Schwangerschaft, da hatte ich einen Bauchumfang von ungefähr 125 cm am Ende. Also wahrscheinlich wird dieser Bauch am Ende der Schwangerschaft größer als der erste. Es deutet alles darauf hin. Ja, ich habe bis jetzt noch keine Schwangerschaftsstreifen. Also hatte ich aus der ersten Schwangerschaft keine und jetzt auch noch keine, obwohl mein Bauch so mega groß ist. Ich fühle mich zeitweise gar nicht mehr schwanger. Ehrlich jetzt. Am Anfang, also die ersten 3 Monate, hatte ich so Übelkeit und sowas alles. Also alles diese Wehwehchen, die man so hat in den ersten 3 Monaten, die haben bei mir auch so bis in die 15. Woche, 16. Woche angehalten. Aber jetzt ist es so, mir geht's voll gut. So. Ich meine, klar, ich bin jetzt hier in Ungarn im Urlaub und mir ist halt extrem warm und ich habe Stimmungsschwankungen und so, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, das liegt nur an der Schwangerschaft. Also Stimmungsschwankungen könnte ich auch haben, ohne schwanger zu sein. So, ich bin halt stimmungsschwankungsmäßig unterwegs. Ich habe halt sehr niedrigen Blutdruck. Das habe ich aber auch, ohne schwanger zu sein. Aber hier jetzt in Ungarn mit der Hitze und so geht der noch niedriger. Weswegen Bernd mir ein Blutdruckmessgerät gekauft hat, hier in Ungarn. Ich habe auch eins in Deutschland, weil manchmal sackt der halt echt extrem ab, also so auf, keine Ahnung, 80 zu 48 oder so. Und der Puls ist dann auch recht niedrig. Und ja, wenn es warm ist, ist es halt noch schlimmer. Und dann hänge ich halt echt in eine Seile und ich messe jetzt mal und dann kann ich nicht sprechen. Ja, jetzt ist er sehr gut. 123 zu 62, glaube ich. Ja, Puls 75. Das ist ideal, würde ich sagen. Aber wenn der halt echt so niedrig ist, dann ist mir schwindelig und dann bin ich auch echt müde und dann will ich einfach nur liegen und so. Und ja, aber so ist das alles wunderbar. Ich trinke halt sehr viel, ne? Soll ich ja sowieso als Schwangere. Und das wird schon alles. Aber ansonsten, also es ist halt manchmal wegen, spüre ich das Baby oder so. Die 17. Schwangerschaftswoche. Ich meine, ich habe es schon sehr früh gespürt, meine ich zumindest. Ne? Ist ja die 2. Schwangerschaft und ich glaube so 13., 14. Woche fing das an, dass man wie so ein Tickel gespürt hat, wo ich meine, es war das Baby, aber es könnte natürlich auch was anderes sein, ne? Blähung oder so, aber eigentlich kennt man ja seinen Körper und für mich hat es sich nicht nach Blähung angefühlt.
Und auch jetzt ist es so, dass ich manchmal meine, ich spüre es, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich eindeutig sagen kann, okay, das war jetzt wirklich das Baby in meinem Bauch, Wespe. Deswegen weiß ich nicht. Hundertprozentig würde ich es noch nicht sagen, dass es das Baby ist, was ich da so spüre. So, dann geht es jetzt weiter mit dem Thema Vorsorge. Ihr wisst ja, dass ich nicht zum Frauenarzt gehe zur Vorsorge. Ich war einmal beim Frauenarzt in der 11. Schwangerschaftswoche und bin extra so spät hingegangen. Und ja, da wurde mir halt so richtig Sorge gemacht, also richtig Vorsorge. Also bevor überhaupt irgendwas ist, wurden mir Sorgen gemacht mit, sie müssen diesen Termin machen wegen offener Rücken und hier wegen Diabetes und hier wegen Trisomie und weil ich ja halt so alt bin. Und oh mein Gott, Jan, haben wir halt ja für uns entschieden, dass wir im Geburtshaus entbinden möchten und nicht im Krankenhaus. Und haben dann halt Gott sei Dank auch ein Geburtshaus gefunden mit einer Hebamme oder mit zwei Hebammen, die super nett sind und die uns auch unterstützen und uns verstanden haben, dass wir sagen, wir möchten nicht zum Frauenarzt zur Vorsorge. Und da hat die auch gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Sie müssen nicht zum Frauenarzt. Andere Geburtshäuser haben halt gesagt, ich muss mindestens diese 3 Ultraschallbilder machen lassen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Dieses Geburtshaus, wo wir hingehen, sagt das nicht. Ich gehe natürlich zur Vorsorge dorthin. Ist jetzt auch nach dem Urlaub, habe ich einen Termin dort. Dann wird halt ja, gemessen, der Bauch, Fundusstand, Herztöne und sowas alles wird dann überprüft. Ich weiß nicht, was die noch alles macht. Das ist ja dann meine erste Vorsorgeuntersuchung im Geburtshaus mit der Hebamme. Ich werde es euch natürlich wissen lassen. Aber ich messe ja auch jede Woche meinen Bauch. Bis auf jetzt 2 Wochen hier im Urlaub habe ich es nicht getan. Und es wächst jede Woche mindestens 1 Zentimeter. Und wenn das nicht in Ordnung wäre, würde es ja nicht wachsen. Das sage ich mir immer. Und ich musste halt auch lernen, einfach meinem Körper zu vertrauen. Ich sehe das wirklich ganz viel in den Facebook-Gruppen, dass die Mädels sich da richtig, richtig verrückt machen und am liebsten täglich zum Frauenarzt gehen würden, um Ultraschall machen zu lassen, um zu sehen, ob es dem Baby gut geht. Ich habe auch so meine Momente, wo ich denke, so, ach, ob da alles gut ist, ne, weiß ich nicht. Und aber dann ja, sagt Bernd entweder zu mir, hör mal, Michaela, es ist alles gut, dein Bauch wächst. Du bist auf jeden Fall schwanger. Und wenn was nicht in Ordnung wäre, dann würde das ja der Körper abstoßen und dann würden Blutungen kommen oder sonst irgendwas. Und das ist alles in Ordnung. Also ich habe keine Schmerzen, ich habe keine Blutung. Es ist wirklich alles prächtig. Und ja, das muss man wirklich lernen. Man wird so bekloppt gemacht, das merke ich auch jetzt. Einfach nur, wenn man sagt, also die Leute fragen natürlich, ja, zeig mal Ultraschallbild und so. Und dann sage ich, ja, ich habe halt nur eins vom Anfang der Schwangerschaft, aus der 11. Woche. Ja, warum? Und dann erzählt man halt, man geht nicht zur Vorsorge, zum Frauenarzt. Und ich habe noch nie, also ich habe eine Schwangerschaft schon durchgemacht. Und da wurde ich nie so oft drauf angesprochen, über behinderte Kinder. So, was ist, wenn was ist? Was ist, wenn das behindert ist oder so? Oder Trisomie hat und so? Also man wird richtig bombardiert mit den Sorgen der anderen, obwohl man ja sowieso nichts machen kann. Also selbst wenn jetzt die Gefahr bestünde bei dieser Nackenfaltenmessung, die man hätte machen können, dass ja Verdacht eventuell, auf ein erhöhter Verdacht auf eine Trisomie ist oder so, die können ja nichts machen. Die sagen einem einfach nur, okay, du hast ein erhöhtes Risiko, weil du bist alt und du hast 2 Fehlgeburten gehabt, hast ein erhöhtes Risiko, dein Kind ist vielleicht behindert, lass dir mal Entschuldigung, ich möchte niemandem zu nahe treten, wenn ich sage behindert. Das ist einfach das, was ich jetzt hier so aus meinem Umfeld immer höre. Und ich, also was die Leute zu mir sagen, ich möchte niemanden damit beleidigen, um Gottes Willen. Ich weiß aber jetzt auch keinen Begriff, der jetzt richtig wäre dafür. Entschuldigt bitte meine Unwissenheit. Das meine ich wirklich nicht böse, wenn ich das sage. Sagt man vielleicht besonders? Ich weiß es nicht. Ich meine das aber ehrlich nicht böse. Weil ich mich damit auch gar nicht auskenne. Also, ja, jetzt schweife ich vom Thema ab. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Dass sie halt nichts machen können. Die sagen halt einfach, das Risiko ist erhöht und man könnte dann so eine Nadel im Bauch stecken, diese Fruchtwasseruntersuchung, das, was ich auf gar keinen Fall machen wollen würde.
erstmal aus Angst, dass Fehler passieren, also dass es abgeht, das Baby, oder ja, auch so, es wird, glaube ich, ohne Betäubung da in den Bauch gesteckt, ne? Und dann kann die Fruchtblase platzen und sowas, also das möchte ich nicht. Und Bernd auch nicht, und deswegen auch die, es wird nichts ändern, also ich würde ja jetzt nicht das Kind dann wegmachen lassen, oh mein Gott. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir alles nicht. Und ja, man wird halt von allen gelöchert, wie man das denn nur machen kann. Ich habe sogar einmal gehört oder gelesen, dass das unverantwortlich ist und ja, halt so, es ist unverantwortlich und wie kann man nur so doof sein und wenn was ist, dann kann einem keiner helfen. Also wenn jetzt was ist, wenn ich jetzt starke Schmerzen bekommen würde oder Blutung hätte, dann würde ich ja auch ins Krankenhaus gehen wahrscheinlich. Aber solange ja alles gut ist, sehe ich da keine Notwendigkeit. Also ich bin ja nicht krank, ich bin einfach schwanger und das kann mein Körper. Genauso wie der das gebären kann, dieses Kind, ohne einen Arzt. Ja, mein erstes Kind habe ich auch natürlich entbunden. Es war zwar im Krankenhaus, aber es hat auch alles geklappt. So. Und es ist ja auch so, dass eine Hebamme ohne Arzt entbinden darf, aber der Arzt nicht ohne die Hebamme, weil die halt extra speziell geschult sind. Also deswegen, da, ja, mache ich mich nicht so verrückt. Ich freue mich auf die Geburt. Seitdem wir entschieden haben, ins Geburtshaus zu gehen, freue ich mich wirklich darauf. Einfach, weil bei meiner ersten Schwangerschaft habe ich gar nicht so darauf geachtet, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe gar nicht so in meinen Körper hineingehört und gefühlt. Ich habe das halt einfach alles so hingenommen. Es war für mich ganz normal, ins Krankenhaus zu gehen. Ich habe mich damit überhaupt nicht befasst. Es ist natürlich jetzt auch schon 10 Jahre her. Und da war das nicht so mit Internet, Google und YouTube und so. Das war einfach so. Ich bin ins Krankenhaus gegangen und ich freue mich, das jetzt so richtig bewusst erleben zu dürfen. Die Kliniktasche zu packen und ach, ich würde so viel anders machen auch oder versuchen anders zu machen. Also ja, das ist einfach was ganz Besonderes, dass ich das nochmal erleben darf. Dann ist bei mir, ich weiß nicht, ob das schon der Nestbautrieb ist, aber es ist bei mir voll im Gange. Einige von euch wissen ja, dass wir jetzt halt noch umziehen von unserer Wohnung in unser Haus. Und das ist natürlich einiges an Arbeit, wie ihr euch vorstellen könnt. Wir müssen das Haus renovieren oder eher gesagt, Bernd muss es renovieren mit Freunden. Ich darf nicht so viel machen. Wir müssen die alte Wohnung halt komplett, ja, Rückbau machen, alles, ne, was man so macht. Und ich habe halt Schiss nicht, aber ich hätte halt gerne schon alles fertig jetzt. Ich möchte gerne alles einrichten in dem Haus. Ich möchte alles renoviert haben. Ich möchte fürs Baby alles schön haben schon. Und mir juckt so in die Hände, hier in Ungarn im Urlaub so still zu sitzen und mich zu entspannen. Aber zu Hause wartet so viel Arbeit auf mich. Ich muss halt alle Schränke aussortieren, ausmisten. Sowas kann ich ja halt alles machen. Und ja, das fällt mir so ein bisschen schwer. Ich möchte halt gerne auch Sachen fürs Baby kaufen. Aber das warte ich noch mit, weil wir gesagt haben, wenn ich jetzt was kaufe und das noch in die alte Wohnung mitnehme, das ist nur noch mehr, was wir halt mitschleppen müssen ins Haus. Deswegen warten wir, bis das Haus so weit fertig ist, dass wir halt Sachen hinstellen können, wenigstens Kisten oder so schon mal reinstellen können, weil die würden ja jetzt beim Renovieren nur im Weg stehen. Deswegen warten wir noch, aber ich bin halt so aufgeregt, ich würde so gerne auch schon was kaufen, so. Auch wenn ich nicht weiß oder wir nicht wissen, ob es Mädchen oder Junge wird und wahrscheinlich auch nicht erfahren werden, bis es dann zur Welt kommt, würden wir oder ich gerne so ein bisschen shoppen gehen. Nur so ein bisschen. Ja, ansonsten körperlich, wie gesagt, ich fühle mich halt nicht so wirklich schwanger. Ich fühle mich super. Der Bauch wächst. Der ist mir jetzt auch noch nicht so im Wege, außer wenn wir eine lange Fahrt haben hier in Ungarn im Urlaub, wir sind ja mit dem Auto hier und ich habe was im Fußraum, ich muss es aufheben, dann stört er halt schon. So, wenn ich mich im Sitzen bis zum Boden bücke, dann stört es. Aber ja, alles noch
im Rahmen des Normalen. Ich habe keine besonderen Heißhungerattacken. Was ist noch so, was man Schwangeren so zusagt? Ich habe keine Wassereinlagerungen groß. Es ist ja hier warm. Ich weiß nicht, vielleicht soll das erst später kommen in der Schwangerschaft. 17. Woche vielleicht noch nicht so. Ja, mir geht es einfach rundum supi. Ich habe für mich so ein bisschen entschieden, aus mehreren Gründen, dass wir dieses Jahr nicht mehr nach Ungarn fahren. Also im Herbst, in den Herbstferien würden wir eigentlich nochmal nach Ungarn fahren. Aber erstens möchte ich das nicht, weil dann der Bauch ja schon wesentlich größer ist. Zweitens möchte ich das nicht, weil halt das so ungefähr 2 Wochen vor unserem Umzug ist. Und ich möchte halt lieber zu Hause meinen Nestbautrieb ausleben dürfen. Deswegen, aber ich weiß es noch nicht. Das ist Stand jetzt. Glaube ich nicht, dass wir nochmal in dieser Schwangerschaft nach Ungarn fahren. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Entschuldigung. Ich muss halt immer so, habe ich immer. So, weiß ich nicht, ob das die Schwangerschaft ist. Oder ich trinke halt am liebsten zurzeit Wasser mit Kohlensäure. Diese Teile haben wir hier in Ungarn gekauft. Die sind so mega. Das kannst du auf jede Flasche draufschrauben und Wasser zapfen. Ja, ich mag halt am liebsten Kohlensäurewasser, weil das für mich so sehr erfrischend ist. Normalerweise trinke ich stilles Wasser. Wahrscheinlich muss ich davon immer dieses machen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe mir ein super bequemes Stillkissen gekauft hier in Ungarn. Ich hatte auch eins in Deutschland. Das habe ich mal bei Aldi gekauft. Das mit so Kügelchen ist, so kleine Mini-Perlen, und das war der allerletzte Schrott. Ich sag euch das. Da sind alle Kügelchen, du hast so ein Netz drumherum, ne? Und dann haben sich wie so kleine Laufmaschen irgendwann gebildet und dann sind die Kügelchen so nach und nach irgendwie verschwunden. Und hier in Ungarn ist so ein Babyshop und dann haben wir das da gekauft. Das ist so schön, das ist halt richtig so mit was in Kuscheltieren und so auch drin ist, glaube ich. Aber das ist richtig stark stramm gepresst und damit schlafe ich so super. Das ist so gemütlich. Ich nehme das halt so richtig im Arm und dann ein Bein da drauf. Oh, das ist richtig toll. Das ist so leicht gebogen, aber jetzt nicht so ein Mond. So leicht gebogen, und das kann man auch waschen, was ich wichtig fand, weil wir halt auch einen Hund haben. Und ja, dann würde ich es halt gerne zwischendurch auch mal waschen können. Ja, das ist also ein schönes Stillkissen, ist wirklich Gold wert. Ich hatte da keine Erfahrung mit meiner ersten Schwangerschaft, da hatte ich kein Stillkissen. Jetzt habe ich eins und ich bin mega glücklich damit und ich würde es nicht mehr missen wollen. Und ich glaube, ich werde für immer mit Stillkissen schlafen. Der arme Bernd. Das ist wirklich sehr angenehm. Ja, und halt stillen auch damit. Also ich möchte auf jeden Fall stillen. In der ersten Schwangerschaft, also es war ja dann halt schon da, das Baby, habe ich auch gestillt. Allerdings nach 6 Wochen habe ich abgestillt, was ich sehr bereut habe. Ich war richtig traurig. Ich habe mir halt damals so einreden lassen, der wird nicht satt, der hat Hunger, du musst dem Flasche dabei geben. Ne? Und so war das halt, der hat halt sehr viel geweint, der hatte diese Koliken, der Calvino. Und das ist auch sowas, was ich auf jeden Fall anders machen würde. Heute würde ich denken, der hat halt immer so, oh, so wie richtig Schmerzen und Blähungen gehabt. Und der hat halt auch so Stuhlprobleme, also beim Stuhlgang, ne? So wie Verstopfung, was man ja eigentlich beim Stuhl mit von einem Stillbaby nicht erwartet, weil wovon soll eine Verstopfung kommen? Und heute würde ich halt einfach versuchen, das Baby abzuhalten. Ich glaube, das hätte Calvino wirklich damals geholfen. Ja, aber ich habe mir halt einreden lassen, dass er Hunger hat und dass er die Flasche braucht. Und somit, ja, nach 6 Wochen habe ich angefangen, die Flasche dabei zu geben. Und dann, ja, hat sich das so ergeben, dass ich dann noch ein bisschen Teilzeit gestillt habe. Aber dann, ich glaube, so nach 8, 9 Wochen habe ich dann leider abgestillt. Und ich würde gerne, wirklich, wirklich gerne 1 Jahr stillen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil ich weiß, es tat wirklich weh am Anfang. Ich weiß nicht, ob ich ihn falsch angelegt habe, aber ich hatte wirklich blutige Brustwarzen. Ich habe geweint, wenn ich den frisch angelegt habe. Aber das war hinterher alles verheilt. Also es war jetzt nicht 6 Wochen so enorm schlimm. Hinterher war das wieder verheilt. Ich muss dazu sagen, das war auch alles in England. Und da hatte ich nicht so
Connections, sag ich mal, ne? Da Facebook-Gruppe und Hebamme und sowas alles. Ich war halt so sehr auf mich alleine gestellt und die ich hatte, die haben halt in meinem Umfeld, die haben halt gesagt, still ab, der hat Hunger. So, es hat am Ende nicht geholfen, dass er die Flasche bekommen hat. Der hat trotzdem geschrien, weil ich ihn hätte abhalten sollen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht sitze ich auch nach der Geburt zu Hause so, oh mein Gott, das ist alles genauso schrecklich, obwohl ich so viel anders mache. Ich weiß es nicht. Aber ich würde gerne viel anders machen. Ich würde halt versuchen, viel mehr so back to nature. Ja, ich habe viel Durst, aber es ist auch echt warm hier, muss man dazu sagen. Heute sind 32 Grad oder so. Jetzt wird es langsam kühler. 18 Uhr ist es jetzt und jetzt wird es so schöner. Ja, wer viel schwitzt, der muss auch viel trinken. So 3-3,5 Liter trinke ich ungefähr, wenn es so heiß ist. Ja, was habe ich euch noch mitzuteilen? Ich habe bei meinem ersten Baby, oder in der ersten Schwangerschaft, da habe ich halt sehr viel unnützes Zeug selber gekauft und auch sehr viel unnützes Zeug geschenkt bekommen. Und das möchten wir dieses Mal vermeiden, zumal wir ja jetzt auch sehr ökomäßig sind im Verhältnis zu damals. Wir haben uns halt sehr stark verändert. Aus diesem Grund haben wir, oder ich eher gesagt, eine Amazon-Wunschliste gemacht für alle, die uns was schenken wollen. Dass das entweder zu den Personen selber geschickt werden kann, die uns das dann übergeben, oder dass es auch direkt zu uns geschickt werden kann. Weil das sind halt wirklich Sachen, die wir dann brauchen und auch haben möchten. Obwohl wir nicht wirklich Geschenke, also wir erwarten überhaupt gar keine Geschenke. Aber manche möchten halt wirklich von Herzen was schenken. Und für diese Menschen haben wir halt diese Amazon-Liste gemacht. Oder ich habe die gemacht. Das finde ich wirklich sehr praktisch. Man mag halten von Amazon, was man möchte. Aber das ist wirklich sehr praktisch, auch für Leute, die nicht nah bei einem wohnen. Ich kenne das von Kindern, von Kindergeburtstagen, dass man zum Beispiel nach Müller geht und einen Geschenkekorb macht. Das ist halt nicht immer möglich, da man halt auch Menschen kennt, die weiter weg sind. Ja, ist Amazon halt wirklich Marktführer oder wie soll ich sagen? Ja, ansonsten kann man natürlich auch immer Gutscheine oder sowas, ne? Können ja Eltern auch immer gebrauchen. Ja, so. Das hat aber auch nichts mit Schwangerschaftsupdate zu tun, was ich euch jetzt erzählt habe eigentlich, ne? So, das war ja schon so, was für nach der Geburt geplant ist. Naja, ein bisschen wir sind meine Videos ja immer. Aber dadurch, dass es mir halt auch so gut geht, weiß ich nicht, was ich euch erzählen soll über die Schwangerschaft. Also es ist halt jetzt wirklich, ich warte auf den Termin bei der Hebamme. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf, wenn man vielleicht mal die Herztöne hören kann. Bernd hat auch schon ab und zu sein Ohr so auf dem Bauch gehalten, weil man ja eventuell den Herzton hören kann oder die Herztöne. Aber leider hat er nichts gehört. Ja, deswegen ist es jetzt einfach ein Warten. Und ich melde mich einfach aus Deutschland wieder mit einem neuen Schwangerschaftsupdate. Und dann habe ich euch hoffentlich mehr zu der passenden Schwangerschaftswoche zu erzählen. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!